ja schon, dass du mit der Bahn zurückfährst. Fahr mit der Bahn zurück. L'école doit nous préparer pour notre vie future. Nous apprenons à calculer, à écrire des analyses, des interprétations textuelles ou à nommer les composants de l'ADN par exemple. Elle nous prépare pour presque toutes les situations que nous pouvons rencontrer dans notre futur. Mais comment sommes-nous préparés pour notre participation politique à l'avenir? Avons-nous besoin de plus de formation politique pour être mieux préparé pour notre vie politique future? La matière politique est enseignée dans les écoles allemandes. Dans cette matière, on apprend différentes notions, telles que la formation des États, jusqu'aux partis politiques existants. À la conférence des ministres de la culture, on a fixé le but suivant. Un des buts les plus importants de l'éducation scolaire, c'est de rendre capables les jeunes de s'orienter dans la société moderne et de pouvoir juger de manière compétente des questions et problèmes sociaux et économiques. Aber fühlen sich die Schüler wirklich gut auf ihr politisches Leben vorbereitet? Bei mir konnten wir Politikunterricht wählen oder nicht wählen. Und dadurch hatte ich keinen Politikunterricht, weil ich auch gehört habe, dass es langweilig sein soll. Und deswegen dachte ich mir, nee, dann nicht. Was ich jetzt im Nachhinein schade finde, weil ich jetzt auch bei den Bundestagswahlen und so einfach kaum Ahnung hatte. Also ich musste mich ja so komplett informieren, was, weil ich will nicht irgendwas wählen, sondern schon irgendwie auch was wissen darüber. Und ja, ich glaube wirklich, wenn man es alles interessanter machen würde, würde man sich auch mehr dafür interessieren. Aber wer ist dafür zuständig, diesen Umstand zu ändern, damit sich die Schüler wieder mehr für ihre Politik interessieren? Wir führen ein Zusammenspiel von Politikerinnen und Politikern, die einfach Jugendliche wahrnehmen müssen und sei es durch ihre Jugendlichen wiederum in ihrer eigenen Organisation auch, Partei, dann Organisationen, die das ergänzen, weil es halt auch was Zivilgesellschaftliches ist für mich und als drittes die Schulen. Que se passe-t-il avec les jeunes qui veulent s'engager politiquement mais qui n'ont pas la chance de le faire à l'école? Il y a déjà beaucoup d'organisations qui veulent aider les jeunes à s'engager dans la politique, mais celles-ci sont encore malheureusement peu connues. Pour conclure, nous pouvons parler du Schülerhaushalt comme exemple d'organisation politique qui aide les jeunes à s'engager politiquement. C'est pourquoi nous avons besoin de plus d'attention pour ces organisations. Außerdem müssen sich die Politiker und die Schule darum bemühen, dass die Schüler sich mehr für Politik interessieren. Deshalb ist es wichtig, den Politikunterricht spannend zu gestalten und auch außerhalb der Schule den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich politisch zu engagieren. Parce que nous sommes le futur. Weil wir die Zukunft sind.